Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Ja, es geht weiter mit Avalon Code. Ja, wir waren ja davor, mit ihr wieder zu sprechen. Wieso lacht sie jetzt auf einmal? Mein Vater ist vor kurzem wieder irgendwo hingegangen. Ist er vielleicht los, um das Grab meiner Mutter zu besuchen? Was für ein Grab? Nur tun wir... Ah, okay, sie sagt nicht mehr so viel. Okay. Dann gehe ich mal ein bisschen... Warte, ich muss was gucken. Okay. Meine Mana-Punkte sind voll. Was meint sie damit? Ich habe ihr kein Geschenk gemacht und nichts, gar nichts. ja, okay. Okay. Ja. Wird sie jetzt irgendwie ein Notgeil von mir oder was los? Okay, sagt sie jetzt wieder etwas? Nein, jetzt sagt sie nichts mehr. Schade. Okay, jetzt gehen wir mal Dorifia besuchen. Die steht ja auch auf uns. Habe ich erfahren von diesem komischen Fiss. Kleinen Mann da. Diesen schizophrenen Kerl. Okay, Schloss. Bug. Mann, was kann ich eigentlich noch alles in der Stadt machen? Wir sind nur 9. Könnte ich hier mit dir spielen, aber... Schreibt in die Comments, wenn ihr das sehen wollt oder nicht, oder keine Ahnung. Mir ist es egal momentan. Zieh. Ah, verdammt, okay. So, verdammt, okay. Okay, da ist sie. Und was magst du denn hier? Breitschwert, Hammer, Bomben, Hütte, siehst du die KN. Komische Vorlieben, aber... Okay. Breitschwert, Hammer. Okay. Okay, ich spreche sie mal an. Zeigen. Waffen. Schwert. Nicht das hier. Und das auch nicht. Auch nicht das hier. Breitschwert. Ja. Ich weiß. Reden. Ah, jetzt passiert was. Gut. Oh, mein geliebter Prinz Faldo. Ich frag mich, wo du bist. Wie, Roxas? Ich bin zu sehr mit Gedanken an Prinz Faldo beschäftigt. Lass mich in Frieden. Warte, Roxas. Mir ist gerade etwas reingefallen. Als Prinz Faldo einmal zu Besuch kam, hatte er ein Buch bei sich. Es war voll seltsamer Wörter, die ich nicht lesen konnte. Was würde ich geben, um dieses Buch lesen zu können? Wenn du jemanden kennst, der es lesen kann, bring ihn her. Bitte. Reden. Und hast du jemanden gefunden, der das Buch lesen kann? Hä? Ich werde meinen Vater fragen. Und hast du jemanden gefunden, der das Buch lesen kann? Okay, die sieht hässlich. Ja, okay, wer das Buch lesen kann. Ich schätze mal, ich weiß, wen sie meint. Denke ich jetzt mal. Hoffe mal, das ist richtig. Ach, wir sehen uns bei der Person. Okay, es geht weiter. Wo ist er denn? Wo ist sie denn? Ist die bessere Frage. Warte, kann er das eigentlich lesen? Dieser Kumpel hier, vielleicht kann er das lesen. Reden. Okay, vielleicht sagt er was anderes. Okay, anscheinend wurde nicht. Okay. Sprechen mal das kleine Mädchen, vielleicht kann sie das auch. Ja, okay, jetzt reden wir mit der hier. Reden. Schwerte. Was soll ich da machen? Wer kann's denn hier lesen? Kannst du das? Ja, okay. Aber wer kann es denn lesen, verdammt? Wer kann es denn lesen? Ich weiß es nicht. Reden. Ach, du geldgieriger Bastard, ich mag dich nicht. Reden. Wilde Kekse, okay. Ich glaube nichts zu ihm. Okay, aber ich gehe mal kurz runter. Hallo? Ach so,
Roxel, wenn das nicht du bist. Ach ja, stimmt, Selfie wollte hier. Ja, stimmt ja, stimmt ja. Ach so, du hast es also mitgehört. Nein, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Irgendwann musste es ja rauskommen. Ich habe meine verstorbene Frau wirklich geliebt. Unsere Liebe setzte sich über Dinge wie die Rasse hinweg. Vor langer Zeit dachte ich genauso wie Selfie. Ich war davon überzeugt, dass Menschen eine gegenüber den Elfen minderwertige Rasse waren. Aber als ich meine Frau traf, änderte ich völlig meine Meinung. Oder vielleicht sollte ich eher sagen, dass sie meine Meinung völlig geänderte. Ich erinnere mich an ihre beliebtesten Sprüche. Ist Rasse ein Grund zu kämpfen? Ist Rasse ein Grund miteinander zu ringen? Ist Rasse ein Grund zu streiten? Sei doch nicht dumm. Unsere Herzen werden nicht von der Rasse bestimmt, fliegt sie zusammen. Nichts hat mich je in meinem Herzen mehr überzeugt. Ich hatte gehofft, denselben Worte zu Selfie sagen zu können. Diese Worte ihrer weisen Mutter, die Worte, die ich am meisten liebte. Weißt du, warum ich beschloss, Bürgermeister von Rouen zu werden? Nein. Weil ich meiner geliebten Frau ein Versprechen gab. Ich versprach, eine Stadt zu erbauen, in der es keine Diskriminierung gab. Ich hoffte einfach, dass wir einander verstehen würden, wenigstens ein bisschen. Das wird schwer. Vater? Vater! Selfie, hast du alles gehört? Ja, ich bin Roxas Herr gefolgt. Verstehe immer noch nicht, wie du denkst, Vater. Aber ich glaube, dass ich die Gültigkeit der Menschen ein wenig besser verstehe. Und denk bloß nur, dass ich noch weiter weine. Danke, Roxas. Als Dank erzähle ich dir von einem besonderen Elfengegenstand. Bogenschützgürtel, okay. Super. Ja, was habe ich jetzt? Bis bald, wir sehen uns später. Eine Freundin haben wir bestimmt jetzt. Ach du meine Güte, das Kind hat noch viel zu lernen. Ich danke dir, Roxas. Selfie Sturzcode. Entfernen andere ihr Tat. So lange. Ja. Was? Du kannst jetzt Selfie Sturzcode Stilz entfernen. Andere ihrem Titel zu leidenschaftlicher, um Stilz zu entfernen. Ja, aber wie soll ich das ändern? Leidenschaft? Wartet mal kurz. Okay, ich hab's geschafft. Ich habe jetzt vier Feuer und drei Steine gemacht. Das habt ihr hier bestimmt schon gelesen. Ziele, leidenschaftliche Elfe, Selfie. Feuer, 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 Stein, Stein, Stein. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Okay, das weg. Das brauchen wir wieder zurück. Feuer, Selfie. Aber jetzt ist ja ein leidenschaftlicher Elfin. Super. Aber erst muss ich das wieder zu einem magischen Schwert machen. Das ist ja sehr wichtig. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Ich werde die auch noch gleich ansprechen, deswegen. Und was gibt's denn hier? Okay, da kann ja wieder runter, okay. Ah, nicht diese Scheiße. Ich spreche mal mit dem unterirdischen König, vielleicht weiß er ja irgendwas. Okay. Nein. So wollen wir doch nicht gleich hier anfangen, okay? Leute? Zombie, ich hab Angst. Totenkopf. Ich hab Angst. Fledermaus. Okay, ich hab mich gerade blamiert. Aber egal. Kannst du es... Warte, kann er das... Ja, ich weiß. Verdammt, er kann nichts sagen. Okay. Geh raus. Hier gibt's wohl nichts mehr zu tun. Anscheinend. Warte, können wir irgendwie da hoch jetzt? Können wir? Scheiße. Ich dachte, man kann jetzt da durch. Verdammt, okay. Aber wo zum Teufel soll ich hin? Wer ist das denn, der das weiß, wie man... Treppen? Weg zum Verlies, okay. Runter mit uns. Und hier durch. Hier durch habe ich gesagt, verdammt. Okay, dann gehe ich mal hier durch. Geht auch nicht, ist klar. Das muss die letzte Tür aber sein. Ihr wollt mich denn gerade... Leute, ihr wollt mich gerade hier verarschen, oder was?
Okay, ich rede mal mit dem König. Vielleicht weiß er ja irgendwas darüber. Ich weiß es momentan nicht. Warte, wer das Buch lesen kann? Was für ein Buch meint sie denn? Das gleiche wie was wir haben? Okay. Wir sind jetzt bei Selfie. Okay, es geht weiter. Ja, wir sind bei Selfie. Juhu. Okay, was hat sie zu sagen? Wie sie ist viel leidenschaftlicher ja geworden. Okay, jetzt hat sie was sagen. Also, wenn das nicht der Mensch Roxas ist, warum verschwendest du dein kurzes Leben an diesem Ort? Wie bitte? Du bittest mich um einen Gefallen? Es ist mein Wissen, das du suchst. Also gut, diesmal solltest du deinen Willen behaupten. Aber im Gegenzug... Warte mal, ich bin noch nicht fertig. Heiliger Strohsack. Also sie ist das. Hey, wir sind ja im Schloss. Warum hast du mich hergebracht? Wie, wer ist das? Okay. Ihr seid hier, um mein Buch vorzulesen. Buch? Heißt das, die königliche Prinzessin kann ich lesen? Hey, mach dich nicht über mich lustig. Natürlich kann ich lesen. Es ist nur, dass ich die Wörter in dem Buch nicht verstehen kann. Das ist eine alte Schrift. So etwas habe ich noch nie im Original gesehen. Also gut, ich lese es für dich. Die Regierung eines Königreichs. Ein Land braucht mehr als ein Individuum. Es genügt nicht... Scheiße. Es genügt nicht der König allein. Es genügt nicht das Volk allein. Erst wenn sich beide vereinen, wird es ein richtiges Königreich. Richtig. Das Volk preist den König und umgekehrt. Umgekehrt. Vertrauen ist voller elementarer Bedeutung. Bürger, sei stolz auf einen König. König, liebe und respektiere dein Volk. Das sind genau die Worte, die Prinz Faldo einmal gesagt hat. Jetzt verstehe ich, sie wurde in diesem Buch geschrieben, aber... Ach du meine Güte, das ist wirklich schwierig. Aber seine Nachricht ist immer noch klar. Ich glaube, es geht darum, dass die anfordern, guter Herrscher zu werden. Wie man ein guter Herrscher ist? Haha, jetzt verstehe ich, muss auch dazu lernen. Ihr beide wart eine große Hilfe, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ihr wiederkommt, falls ich mal in die Klemme stecke. Oh, ich muss mich wirklich richtig bei euch beiden bedanken. Nehmt das ist mein Snack für heute. Snack? Warte, jemand mochte da Kuchen, oder nicht? Warte, jemand mochte Kuchen, bis bald. Kuchen als Dankeschön, ich mag Süßes eigentlich nicht. Du kannst es haben. Okay, na, wenn das nicht mal Roxas ist, was möchtest du diesmal? Nichts. Du bist also nicht so beschäftigt. Dann plaudere ein wenig mit mir. Ach du Roxas, warum hat Faldo den Krieg begonnen? Der Prinz Faldo, den ich kannte, war viel netter und nie brutal. Zumindest glaube ich das. Ich wette mit dir, Prinz Faldo wird von irgendetwas dazu gezwungen. Es gibt keine andere Erklärung. Oh, mein geliebter Prinz Faldo, ich hoffe, es geht ihm gut. Prinz Faldo, schnief. Ist alles in Ordnung? Danke, dass du solche Sorgen um mich machst. Ich frage mich, ob der alte Faldo so nett zu mir gewesen wäre. Die Antwort auf diese Frage kennst du wohl auch nicht, richtig? Danke, dass du mir so zugehört hast. Ich habe bisher noch nie darüber gesprochen. Jetzt fühle ich mich besser. Danke vielmals, Roxas. Okay, sagt sie irgendwas? Ja, eine frische Rotznase, okay. Reden? Also wenn das nicht Roxas ist, genau zur richtigen Zeit. Ich habe gerade ein Buch über altertümliche Süßigkeiten gelesen. Wie war nochmal der Name? Ach, jetzt erinnere ich mich. Der Dorfianer? Der war es. Ich will jetzt sofort einen essen. Ich weiß, ich habe eine Idee. Ich verwende den Namen meines Vaters, um einen Befehl zu geben. Ist irgendjemand da? Ihr habt gerufen, gnädige Frau. Ja, ich möchte, dass du Papa eine Nachricht übergibst. Wie ihr wünscht, gnädige Frau, ich werde es ihm sofort ausrichten. Danke. Du wirst mir auch helfen, Roxas. Ich sag dir, wie du einen machen kannst. Oh, jetzt könnt ihr Kuchen machen für sie. Okay, das geht schnell. Hier, wir machen genug für alle. Aber erst im nächsten Part. Und da habe ich die Kuchen schon für euch hergestellt. Also, bis gleich.